die mit Abstand am weitesten verbreitete Fehlannahme da draußen, nach über 15.000 Kundengesprächen, die ich persönlich in den letzten 7 Jahren hatte, kann ich euch garantieren, ist die Fehlannahme, dass der Gegenüber, also eine Person, die mir gegenüber sitzt, zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch, genauso tickt wie ich selber. Bedeutet im Klartext, meine Zielgruppe sind ja IT-Experten, Softwareentwickler etc. pp. Und hier ist es ja so, dass dort sehr häufig gerade die Softwareentwickler, die sehr techie behaftet sind und sozusagen ihren Kompetenzbereich im Bereich Marketing, Vertrieb und weiteres noch nicht so ausgebaut haben, zu mir kommen und ich sie dann dabei unterstützen darf. Hier entweder intern weitere Kompetenzen aufzubauen und oder gleichzeitig auch operativ zu unterstützen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man, und das geht jeder Person so, dass man immer davon ausgeht, okay, die Person gegenüber tickt genauso wie man selbst. Also es gibt ja diese Metapher dazu, ne? Also man hat einen Apfel im Raum, 5 Personen schauen auf den Apfel, aber jede Person sieht einen anderen Apfel. Ja, und dann gibt es noch den 6. Apfel und das ist der Apfel, so wie er tatsächlich ist. Also mit anderen Worten, jede Person hat eine andere Wahrnehmung von der einen und derselben Sache. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Eine Metapher, die letztendlich hier ich nochmal zum Besten geben möchte, also es gibt ja wahrscheinlich unterschiedliche Metaphern, zum Thema Menschentypen. Also in Bezug auf Kundengewinnung ist es Kundentypen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft. Und da gibt es hier unterschiedliche Metaphern. Also manche nennen dann da so Farben. Die sagen, okay, es gibt den gelben Typ, es gibt den roten Typ, es gibt den grünen Typ und den blauen Typ. Der blaue ist rational, der gelbe ist euphorisch, der rote ist dominant. Na? Und der grüne ist immer auf Harmonie aus. Der will immer nur Kooperation und Konsens. Ja? Der hasst Konfrontation. Ja? Andere sagen, machen es wieder mit irgendwelchen Tiernamen. Zum Beispiel ein Bodo Schäfer, der würde sagen, es gibt den Labrador, es gibt den Schäferhund, es gibt den Pitbull, es gibt den Pudel und so weiter. Ja? Und was ich ganz cool finde, ist die folgende Analogie. Das habe ich auch von irgendeinem Buch mal rausgezogen. Ich mache mal kurz das Fenster zu, das ist ein bisschen laut, ich glaube. Also ganz, ganz wichtig ist, dass man versteht, es gibt unterschiedliche Menschentypen. In der Regel wird das aufgeteilt in der Verkaufspsychologie, Marketingpsychologie, generell in der Psychologie wird es aufgeteilt in 4 unterschiedlichen Typen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die natürlich überlappend sind. Na, die sind mal so, mal mehr, mal weniger hier und dort. Und damit gibt es Überlappungen. Also so ganz beinhart lässt sich das bei manchen Menschen gar nicht wirklich einschätzen. Aber es gibt hier sozusagen diese 4 Kategorien. Und die 4 Kategorien... Man kann es mit Farben machen, ja, wie Bodo Schäfer, unterschiedliche Hundenamen geben und so weiter. Ich würde das Ganze hier einfach mal machen wollen mit dem Folgenden und dann auch wieder so eine Matrix aufbauen letztendlich. Ja. Und ich würde das Ganze machen mit Eule, Walfisch, Delfin und Haifisch. Ja. Das trifft ziemlich sehr, sehr gut. Also es gibt nämlich hier diesen Haifisch, ja. Und dieser Haifisch, ja, das ist sozusagen dieser dominante Typ, ja, dieser rote Typ oder der Schäferhund. Ja. Dann gibt es hier die Eule, ja. Und die Eule ist letztendlich ja, der super rationale Typ, ne, der wirklich super introvertierte Typ, der Zahlentyp, der Controlling macht, der Programmierung macht, der seinen Kopf am liebsten gar nicht aus seinem Schneckenhaus irgendwie rausstecken möchte. Ja. Aber halt super irgendwie, es ist jemand, der sozusagen sich im Juli, ja, im August eine Regenjacke anzieht von, wie nennt sich das nochmal, diese Marke, die diese regentauglichen Klamotten da verkauft. Ich weiß nicht, mein Neffe hat die immer auch an. Also auf jeden Fall, ja, der läuft also quasi mit Pudelmütze, hat er noch dabei im Sommer. Ja, nur für den Fall, dass es regnet, ja, oder was weiß ich. Ja, auf jeden Fall, das ist so diese Eule. Dann hier, das ist sozusagen der Delfin. Ja,
keine Ahnung, wie man den malt, ist egal, Delfin. Und dann haben wir noch den, was haben wir gesagt, den Walfisch, ja. Okay, soll ein Walfisch sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du halt weißt, wen du vor dir hast. Und ich komme jetzt auch dann noch gleich dazu, was das Ganze letztendlich zu tun hat mit zum Beispiel eine Webseite bauen oder eine Landingpage und eine Salespage bauen. Ja? Oder generell in der Marketingkommunikation. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Also ich spanne dann noch wirklich einen weiteren Bogen auch zum Landingpage bauen, weil ich dann auch ganz viele Landingpages mal wieder sehe, die quasi direkt auf einen einzelnen Menschentyp sozusagen spezialisiert sind. Und die Sache ist ja die, der ganz große Unterschied, wenn ich jetzt in der Telefonakquise bin und ich relativ schnell herausfinde, mit was für einem Menschentyp habe ich da jetzt zu tun oder in einem Verkaufsgespräch oder was auch immer. Online, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung schalte oder auch sonst generell Webseitenbesucher irgendwie auf meine Seite ziehe, wie auch immer, dann weiß ich ja nie wirklich, was ist das für ein Menschentyp. Das heißt, ich habe natürlich, wenn ich jetzt gezielt Traffic schalte, kann ich das natürlich lenken, indem ich unterschiedliche Landingpages baue für unterschiedliche Werbeanzeigen, die wieder unterschiedliche Menschentypen ansprechen. Okay, das ist klar. Aber wenn ich das nicht mache, sondern der organische Traffic und letztendlich, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, Content, ja, Content Marketing, ja, ist sozusagen Content Macht schlägt Werbemacht. Das ist ja auch das, was ich jedem all meinen Kunden quasi generell immer auch ans Herz lege, sich da auch zu bemühen, Content Marketing zu betreiben, organischen Content, dann wissen wir häufig nicht, wer kommt jetzt alles auf meine Seite. Das heißt, speziell wenn ich generelle Seiten habe, wenn ich also zum Beispiel eine Homepage habe, naja, das ist ja meine stärkste Seite in der Regel immer, auch wenn es um Suchergebnisse geht und so weiter. Und wie gesagt, ich kann natürlich dann Unterseiten machen und so weiter, aber letztendlich diese Homepage, da wo mehr oder weniger jeder mal drauf schaut, also so sozusagen ein Besucher, wenn der jetzt zum Beispiel im Durchschnitt 2 bis 3 Seiten besucht, dann ist das von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, 70 bis 80%ige Wahrscheinlichkeit, immer auch ein Besuch auf der Homepage. Die schauen sich immer nochmal die Homepage an, auch wenn er direkt auf einer Unterseite landet. Eines der meistgeklicktesten Felder ist links oben das Logo. Die Leute wollen die Homepage sehen, die wollen diesen Überblick, ne? Die wollen diesen Zoom-out, ja. Und häufig landen sie halt auch direkt auf der Homepage, weil es einfach nach wie vor die stärkste Seite ist. Ganz besonders, wenn man auch zum Beispiel neue Seiten aufbaut, dann bleibt ja die Homepage immer gleich, aber die Unterseiten teilweise ändern sich in der URL und so weiter und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, die Homepage ist letztendlich ein zentraler Punkt jeder Webseite. Ganz besonders am Anfang, ganz besonders bei den kleineren Webseiten und ganz besonders, wenn man organisch, also Content-Marketing betreibt. Okay, soweit so gut. Als nächsten Punkt müssen wir dann begreifen, dass letztendlich wir diese eine Hauptseite haben. Es gibt nur diese eine Hauptseite. Und dort müssen wir nach Möglichkeit unterschiedliche Menschentypen bedienen. Das heißt, und das ist eine wirkliche Herausforderung, denn zum Beispiel die Eule, ja, die möchte halt wirklich hier ein paar fachliche Dinge und so weiter und so weiter. Ne? Und die müssen wir auch irgendwie befriedigen oder zumindest irgendwie eine kleine Passage einbauen und einen Link dazu, dass sie sich was runterladen kann oder irgendwo auf einer Unterseite halt hinkommt, ne, wo sie sich dann sozusagen in ihrem Wissensdurst befriedigen kann und so weiter. Dann natürlich der Haifisch, der hat überhaupt keine Zeit, der ist eher dominant und so weiter, der alles, was er schnell wissen will, okay, what's in it for me, was ist mein Nutzen, wo ist die Lösung, ja, was kostet das und so weiter, ja, wie kann ich schnell möglich hier zum Punkt kommen, ja, und das ist wieder ganz wichtig, dass man eher weniger ist mehr, dass man eben nicht so viel Content-Dichte hat, ganz besonders wichtig. Ja? Und auch hier möglichst überall immer den CTA, also hier einen Call to Action hat, ja? Also die Möglichkeit, sofort zu handeln, ja? Weil der Impuls getroffen ist. Wenn der irgendwas sieht, was er will oder herausfinden will oder neugierig ist, will er sofort einen Termin haben. Er will auch nicht eine Woche warten müssen oder irgendwie sowas, ja. Also der ist wirklich so ein aggressiver Entscheider, Haifisch, ne? Also der rote Typ, dominanter Typ. Dann haben wir hier zum Beispiel noch den Delfin, der ist eher so inspirativ und so weiter. Der schaut sich gerne, der hat auch die Zeit dazu, gerne inspirative, also zum Beispiel so ein Image-Video, wenn man sich so 3 Minuten langes Image-Video macht. Ja? Sowas würde der sich sofort anschauen, weil der sehr stark emotional getrieben ist. Ja? Wenn dann eine schöne Musik noch dabei ist und da wird dann die Firma vorgestellt und so weiter. Ja, und so weiter und so weiter. Also das ist so dieser Delfin.
Ja, das ist der gelbe, orangene Typ. Ja, ganz wichtig auch zu verstehen, dass man dem auch was bietet. Ja. Und der wird sich kaum irgendwelche Zahlensheets und irgendwelche Zahlen und Zahlen und Zahlen oder irgendwelche Details. Der will Gefühle haben. Ja, der will Inspiration, Begeisterung. Und dann der Walfisch. Der Walfisch ist letztendlich jemand, den wirst du wahrscheinlich, der ist nicht ganz so wichtig, weil so ein Walfisch ist häufig nicht Teil der höheren Entscheidergruppen. Ja, ein Walfisch ist jemand, das ist dieser absolute Konsenstyp, das ist dieser grüne Typ, ja, dieser Labrador. Und im B2B hat der meistens keine so größeren Entscheidungsgewalten, weil dem fehlt es in der Regel an Durchsetzungsvermögen, dass er sich quasi so nach oben pusht. Ja, also Aufsichtsräte und so weiter sind in allen Fällen, also ich würde mal sagen, 99,9% der Fälle keine Walfische, keine grünen Typen, keine Labradoren, keine Labbis. Ja. Das sind entweder Schäferhunde, Haifische, ja, also rote Typen, Eulen. Eulen sind eben in Hunden, weiß ich jetzt nicht genau, also das ist der blaue Typ. Und Delfin, der gelbe, orangene Typ, ja, das ist der Pudel, ja, der gerne was sieht, hört, fühlt und sich auch gerne zeigt und so weiter. Das ist so der typische Speaker-Coach-Typ. Ja, so. Kann eine Variation daraus auch in hochrangigen Entscheidern sein. So einige, nicht viele, aber einige sind sehr, sehr extrovertiert, ja, und sind auch bei Speakings dabei und so weiter. Man merkt es sehr schnell auf LinkedIn, weil die haben meistens über 10.000 Follower. Ja. Und einige davon, die haben sehr wohl viel zu sagen. Ja. Also das sind so diese Steve Jobs-Typen. Ja. Okay, so, das soll es gewesen sein. Und nochmal, das Video hatte den Grund, dass man einfach Menschentypen, das begreift, die Kundentypen. Und die größte Fehlannahme ist letztendlich immer die, dass man, wenn man jetzt aus der Brille meiner Kunden, also der IT-Entwickler und IT-Experten sieht, dass man immer denkt, okay, ich habe auf der anderen Seite auch IT-Leiter und so weiter. Also auch Leute, die so ticken wie ich, ne, die gern über Features diskutieren etc. etc. Man sieht es auch mal früher, als es noch mehr Messen gab und ich auch öfter mal auf einer Messe war zum Beispiel, ich bin ein sehr guter Beobachter, konnte man es sehr gut beobachten. Oder generell auch auf anderen Messen für Autos oder was man sich halt so interessiert. Ne? Und dass man halt dann immer gesehen hat, wenn zum Beispiel sich zwei so Eulen treffen, die haben diskutiert stundenlang über irgendwelche Produktfeatures und das kann hier so viel PS und dies und das und jenes und so weiter. Da hat nie ein Verkauf stattgefunden, also oder beim Saturn. Oder, also das ist jetzt nicht mehr so aktuell, aber früher noch vor 10, 15, 20 Jahren. Das sind so diese typischen Personen, die in Saturn reingegangen sind, im Mediamarkt und haben dann den Verkäufer sozusagen, ich weiß nicht, 3 Stunden lang beansprucht. Na, du wolltest immer irgendwie was kaufen und bist nie zum Verkäufer durchgedrungen, weil da so ein Typ war und der hat sich mit dem über jeden Laptop unterhalten und was der kann und was der kann. Ja, okay, was kann der? Okay, was kann... Ja, das sind so diese Eulentypen. Und am Ende nach 2,5 Stunden, ja, ich muss mir nochmal überlegen. Ja? Danke für die ganzen Informationen so ungefähr. Ja? Der Haifisch ist genau das Gegenteil. Der interessiert sich dafür gar nicht, der hat da gar keine Zeit dafür, der geht in den Laden rein. Heute ist es halt alles per Mausklick, ja. Also jetzt im B2C-Bereich, jetzt nur als Beispiel, aber der geht in den Laden rein und ja, okay, Laptop, zack. Ja, wenn ich mir jetzt einen Laptop für 1.000 Euro kaufe und ich unterhalte mich hier eine Stunde oder zwei, sagt sich so ein CEO oder so ein Top-Entscheider und ich unterhalte mich jetzt hier 2 Stunden, welcher ist der bessere Laptop? Na, dann kaufe ich lieber gleich den, der 300 Euro mehr kostet, nur um safe zu sein. Ja? Und weil dann habe ich mir sozusagen die 300 Euro schon wieder in meinem Stundensatz gespart. So denkt halt dann dieser Top-Entscheider sozusagen. Ja, okay, also, diese Delfinentypen sind auch nicht zu unterschätzen, wie gesagt, ne? Weil das häufig so hybride Typen sind. Weil so ein reiner Delfin, so ein absoluter Spaßvogel, den wirst du wahrscheinlich auch nicht wirklich als potenziellen Kunden irgendwann mal treffen, weil das sind meistens die halt irgendwo, ja, keine Ahnung, so Snowboarder oder auf der Insel dann irgendwo, keine Ahnung, digitale Nomaden und also so Paradiesvögel und sowas alles. Aber es gibt so Hybride, es gibt sehr wohl Hybride zwischen Delfin und Haifisch und es gibt auch sozusagen Partner, die quasi sich zusammengetan haben. Der eine ist mehr so Haifischtyp, der andere mehr so Delfin. Die können da sehr gut gemeinsam auch teilweise manchmal dann auch im Teams-Call sein, zum Beispiel im Verkaufsgespräch. Und das ist gar nicht so easy. Ja? Wenn du ganz viel Pech hast, dann hast du diese Konstellation
Ja, weil der eine will meistens immer genau das Gegenteil vom anderen. Oder du hast den hier schon längst überzeugt, dann kommt der noch daher und umgekehrt. Dann musst du da völlig anders argumentieren und so weiter. Und das ist hier weniger der Fall. Walfisch wirst du eher weniger finden im B2B und so weiter, wenn es um große Summen geht und alles. Und dann, wenn du sozusagen jetzt halt wirklich große, sagen wir mal so Gremien hast und sowas, wo ein Haufen Influencer-Entscheider und sowas drin sind, so Produkttypen und sowas, ne, die so ihre Produkte rumtüfteln, Prototypen und alles Mögliche, dann hast du häufig sogar hier die Dreierkonstellation, hast du hier welche drin, hast du Eulen drin, hast du Haifische drin, hast du Delfine drin, na, ganz witzig, und jeden musst du halt irgendwie überzeugen. Und teilweise ist es dann so, dass du einen schon überzeugt hast und der versucht dann, den anderen von deinem Produkt oder Dienstleistung zu überzeugen. Das haben wir auch öfter mal. Und ja gut, das ist halt einfach der Preis to pay. Ja? Das ist der Preis, den du zahlen musst, wenn du halt im Enterprise-Geschäft unterwegs bist. Das sind halt meistens mehr wie eine Person, meistens zwei, drei oder sogar noch mehr, die halt was zu entscheiden haben, ne? Letztendlich. Und das ist sozusagen, wenn du zum Beispiel deine Webseite redesignst oder neu machst und so weiter, die ganz große Herausforderung, dass sozusagen jeden Menschentypen dort irgendwie vertreten zu lassen, dass er sich da irgendwo wiederfindet, in einer gewissen Art und Weise. Das heißt jetzt vom Design her, aber auch vom Inhalt. Okay, und von den Wegen, was du ihnen bietest, hier downloaden, dies und das und jenes und so weiter. Und abschließend noch ein Wort, trotz dieser relativen Komplexität würde ich dir immer eines raten, Einfachheit, Einfachheit, Einfachheit und Klarheit. Denn eins haben all diese gemeinsam. Wenn du zu verwegen bist auf deiner Webseite, Landingpage, auf deinen Social Media Posts, auf deinen Webanzeigen. Wenn du zu verwegen bist, zu viel Content-Dichte hast, also too much, also einfach zu viel Information und so weiter. Generell bei dieser Information Overload Generation aktuell, und es wird auch nicht besser wahrscheinlich, und diesem ganzen TikTok-Wahnsinn und so weiter, weniger ist mehr, und Einfachheit und Klarheit ist immer am Ende der Gewinner. Ja? Also lieber, vielleicht noch eine Frage offen lassen und nicht die komplette Informationsdichte raushauen oder sowas, ja? Oder halt quasi über so einen Entscheiderbaum dann irgendwie die Möglichkeiten geben, dann noch des Weiteren sozusagen dann zu funneln, ja, und dann den User dann irgendwo hinzuleiten, auf eine Unterseite oder irgendeinen Download oder sonst was. Aber ganz besonders am Anfang halt versuchen, sich so weit es möglich zu reduzieren und gleichzeitig dann doch so den Nagel auf den Point, so on point zu sein, wie irgendwie möglich. Und das ist natürlich die große Kunst dabei. Ne? Ich sage ja nicht, dass es unbedingt super einfach ist. Ich sage nur, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man zum Beispiel seine Webseite redesignt oder seine Social Media Profile optimiert. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir hier einen sehr guten Tipp weitergeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntagabend. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.